Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Die Magnetversion würde ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Und zwar habe ich mir zwei Neodym-Magnete angemalt. Das eine Richtung Nord und Süd, das ist Boogie. Spielt keine Rolle in dem Fall. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Ich will es euch eigentlich nur, wie es mit zwei Magneten mal zeigen. Wahrscheinlich ist es besser, ich mal es auf, oder? Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich mal es einfach auf. Also ich habe hier die zwei Magneten, aber die sind so klein und alles. Als Beispiel lassen wir die mal hier liegen. Und wir haben bei einem Magnet, das wissen wir ja alle hoffentlich. Wir machen es aber trotzdem der Vollständigkeit halber Nord und Süd. So ist die normale Erklärung. Meiner Meinung nach ist hier noch eine Null in der Mitte, aber das ist eine andere Geschichte. Und das sind zwei Wirbel. Könnt ihr ja mal drüber grübeln. So, wenn wir jetzt, so ein Magnet, jeder Magnet ist ja im Endeffekt, könnte man auch eine Spule nehmen. Na? Und mit einem Magnet ist einfach einfacher. Ihr braucht keine Batterie, ihr braucht nicht das, etc. Da ist es eben genauso. Ihr habt dann hier Süd und hier Nord. Ja, einfacher ist, wenn ihr euch das mit einem Magneten erklärt, einfach, da braucht ihr keine Spule, kein Plus, Minus, bliblablub. Das habe ich aber in einem anderen, Wicklungsvideo erklärt, das solltet ihr euch dringend mal angucken, dass ihr eben Plus und Minus drehen könnt bei den Magnetfeldern. Das ist aber jetzt bei der Erklärung nicht ganz so entscheidend, da gibt es nochmal ein anderes Video. Für das Joule Thief ist es eigentlich ganz einfach. Wir haben zwei solche Spulen, deswegen habe ich zwei Magnete genommen. Und wenn wir uns die jetzt mal einfach mal einzeichnen, ich würde es da einfach halber jetzt mal mit einem Ferritstab vergleichen. Ne? Wir sehen das ja jetzt hier auch, ist ja auch wie ein Stab. Wenn wir jetzt, da gibt es im Grunde genommen nicht viel Möglichkeiten, die wir machen können. Ne? Wir können es eben mal so machen, dass die Magnetfelder eben in Reihe sind, also oder beziehungsweise die Magneten in Reihe sind, also Magnet 1 hier. Und ich mache das jetzt einfach mal schwarz hier, damit es wirklich so ist. Und den zweiten Magnet auch wieder genauso ausrichten. Und jetzt verbindet sich das Magnetfeld zu einem Gesamtmagnetfeld. Ich male das jetzt einfach mal so ein hier. Ne? Die zweite Möglichkeit ist, also das Spule 1, zweite Möglichkeit ist natürlich, dass wir ein Magnet umdrehen. Und dann ergibt sich Folgendes. Dass die, also jetzt seht ihr ja, die Magneten ziehen sich zusammen, bilden halt eine Einheit hier oben. Und wenn ich es versuche jetzt andersrum zu machen, geht nicht, ne? Die sind ja ziemlich stark, die stoßen sich ab. Wie gesagt, probiert selber aus. Und das ist im Grunde genommen vereinfacht erklärt die Action for Free Wicklung. Ne? Also was weiß ich hier, Joule Thief oder keine Ahnung. Ne? Also wir können eben, also es gibt drei Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3 habe ich euch in den Wicklungsvideo. Das kann man mit Magneten nicht zeigen, weil ich sage mal, es ist einmal, sage ich jetzt hier mal, dass die miteinander arbeiten, also plus, hier arbeiten sie gegeneinander, gegen, sage ich jetzt mal minus, wobei das einfach nur, ne, das hat jetzt nichts mit plus und minus, einfach nur so zum Verständnis. Und die 3 wäre 0. Das ist wie gesagt mit Magneten. Ich weiß nicht, ob's möglich ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare hauen. Also bei einer Spule geht's. Ihr könnt halt die Magnetfelder drehen. Also Plus und Minus oder die Magnetfelder, je nachdem, was ihr wollt. Und dann kriegt ihr 0 raus. Dann ist nicht dagegen oder so. Das wäre, Grüße gehen raus an Achim, an Bastillon. Und zwar ist das die Mantelwellenwicklung. Also ihr wickelt quasi rechts und dann weiter links. Jetzt hätte ich das nach oben zeichnen müssen. Ne? Das wäre die Mantelwellenwicklung. Das wäre der dritte Zustand, sage ich mal. Oder vereinfacht gesagt, das ist meine Wicklung. Das ist die normale Wicklung. Und das ist die dritte Version, wo wir die Magnetfelder eben aufheben. Das ist im Audio ziemlich leicht verständlich, wenn man eine Oberwelle hat und eine Unterwelle und sie sind beide exakt gleich. Also nehmen wir mal an dieses, ne, dann würde sich das aufheben. Kann ich jetzt nicht so gut erklären. Könnte man vielleicht mal, Micha, das ist, glaube ich, wieder deine Aufgabe, dass wir das nochmal erklären. Also, dass es eben drei Möglichkeiten gibt, mit den Magnetfeldern umzugehen. Ne? Die dritte wollte ich einfach der Vollständigkeit halber, weil ich habe mit dem ganzen Müll auseinandergesetzt. Und darum geht es im Endeffekt. Ganz vereinfacht gesagt, wir können eben mal mit den Magnetfeldern arbeiten oder gegen die Magnetfelder. Also ich denke, ich hoffe, das ist einfach erklärt. Vielleicht könnte man hier noch irgendwie, dass ich das hier
eben nicht verbinde, noch ein bisschen illustrieren oder so. Ich bin mir sicher, Jungs, ne, ich bin hier nicht der beste Zeichner oder irgendwas. Es steht jedem frei hier, das auch zu, das wollte ich der Vollständigkeit aber noch anmachen. Roy, vielen lieben Dank an Roy Kontosch für das Video und auch an Thomas nochmal, liebe Grüße und vor allen Dingen auch an Micha und Atze. Ne, das sind so Micha und Atze, also zuerst sei Micha genannt auf jeden Fall, dann Atze, der war auch einer der Ersten, der es dann nachgebaut hat. Und ja, ja, ich werde jetzt die einen oder anderen folgen. Also ich bitte euch auch, du hast das super in dem Video gezeigt, Roy, ich bitte euch, oh, ihr könnt doch gerne die Erklärung übernehmen oder so. Denkt vielleicht selber nochmal, grübelt nochmal. Es ist aber ziemlich einfach, ne? Eben ein Magnet gegeneinander. Am Ende ist es ziemlich einfach. Mich hat es ein halbes Jahr oder so, oder mich und Micha ein halbes Jahr gekostet, den ganzen Müll auseinander zu klamüsern. Jetzt will ich euch noch auf den Weg mitgeben für die Joule-Tiefbauer. Ich habe hier vom Stab gesprochen, ne? Also, ich würde jetzt einfach mal hier noch Stab zur Sicherheit hinschreiben. Stab, Junge. Das gilt jetzt für einen Stab. Und wenn ihr in dem Ferritring, ich tue jetzt mal als Beispiel, ach nee, hier habe ich ja erst das Joule-Tief noch. Der Stream-PC ist übrigens zusammengebaut. Wenn ihr jetzt in den Ferritring denkt, also ich bitte euch erstmal im Stab zu denken, weil da ist es einfacher. Beim Ferritring können wir ja mal hier so, ne, Ferritring, ich mache jetzt erstmal ein R rein, ne, keine Ahnung, ist. Sind die Magnetfelder, also so als Merksatz, Magnetfelder 180 Grad verdreht. Ne? Also denkt erstmal ein, hier ist es halt einfacher, in den Magneten zu denken. Und wenn ihr das auf dem Ringkern ummünzen wollt, um die Magnetfelder zu verstehen, müsst ihr 180 Grad verdreht denken. Weil, wenn ihr hier den Stab habt, das wäre ja, als wenn ihr jetzt ganz viele Magneten hättet und die dann in Reihe wären. Ne? Dann schließt sich der Kreis wieder und dann ändert sich das nochmal. Ne? Hey, Grüße gehen auch mal raus an Viktor Schauberger. ja, danke mein Freund. Ohne Viktor Schauberger, ohne die Wirbeltechnik, ohne alles, das hätte ich sonst nie so einfach kapiert auf jeden Fall. Da gehen auch mal Props raus, auch an Mensch und Natur, dass er mir da geholfen hat und so. Ja, das NBN. Krasse Sache, Leute. Ne? Jetzt zahlt sich das aus, dass wir zusammengehalten haben. Ah, ich bin so schön. Ja, haut rein, schönen Tag noch. Tschüssi.